Was passiert hier bitte? Die Kamera muss anders. Könnt ihr das glauben? Ich nicht. Ich glaub's nicht. Ich will's gar nicht glauben. WTF. Hier wohne ich bald. Da chill ich bald auf meinem Sofa. Guck Fernsehen. Schau meinen uralten Kronleuchter an. Wow. Es muss sehr viel renoviert werden, sage ich euch schon mal. Und ich werde euch komplett dabei mitnehmen. Logischerweise. Ich bin so ein Schisser alleine zu Hause. Ich kriege jetzt schon Herzinfarkte. Ist nichts für mich. Das wird der schlimmste Step für mich sein, klarzukommen, alleine zu Hause zu sein und keine Angst zu haben. Auf jeden Fall, dieser Ugly-Ass-Teppich kommt natürlich raus. Und da das Haus von... Das ist zu niedrig. Da das Haus von 1930 ist, dachte ich, wir könnten hier eventuell vielleicht Holzdielen drunter sein. Ich habe den Schnitt hier schon abgerissen eben. Und Leute, guckt jetzt. Okay, ich komme nicht weiter. Moment. Ich muss euch so zeigen. Seht ihr das? Seht ihr das? Da sind Holzdielen drunter. Es ist so geil. Die werden dann abgeschliffen und schön gemacht. Wichtig. Sehr wichtig. Ich kann nicht mehr. Besuch bekommen. Wow. 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 Antik. Antik. Komm noch, wir rauchen eine. Komm, er hat noch nicht mal alles gesehen, er sagt, wir rauchen eine. Geil, der Boden ist ja auch. Das gehört jetzt einfach dir, ne? Darf ich das an die Wand malen oder so? Nein, Spaß mach. Die Lampen müssen so alt sein und ich finde das so geil. Hör auf damit, Niklas. Der Boden wird hier abgeschliffen, damit das alles wieder fresh ist. So, die Jungs sagen jetzt schon, dass es hier ein Horrorhaus ist. Das ist echte Haut, Junge. Meinst du, ey? Fass es an, das ist echte Haut. Sogar die Nähte sind aus echter Haut. Was nein, das ist du? Normal. Nein, ich möchte das nicht. Die Glasscheiben von der Tür kommen auch noch raus. Ich freue mich so, und es sieht gerade so ranzig aus. Wir haben die ganze Zeit hier so ein Ding, womit wir die Wände nass machen. Aber wir haben sie fast komplett runter und dann müssen die komplett neu verputzt werden. Und Eva, ganz geordnet. Digga, ich habe voll viel gemacht. Bist du dumm? Man kann sich wirklich nicht denken, dass das hier mal schön wird. Hör auf damit, Schatz. Mach mal nicht hin, nass. Da wurde Niklas mach mal ein bisschen lächerlicher. Mach den anderen, Niklas. Also Eva ist auf jeden Fall schon die ganze Zeit arbeiten und wir waren fleißig. Wir haben hier die ganze Wand aufgestemmt. Zack, 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 zack. Dann einmal ein Schritt ins Wohnzimmer. Alles ready. Was geht ab, Alter? Was geht ab, YouTube? Ja, wir glauben auf jeden Fall, dass Eva sich sehr freuen wird, weil wir sehr weit gekommen sind jetzt in der Zeit. Wir filmen euch auf jeden Fall auch ihre Reaction. Hi. Hi, Eva. Hallo. Herzlich willkommen. Oh, ihr habt die Decke abgemacht. Der ganze Flur ist ready. Die ganze untere Etage ist officially fertig. Auch mit allen Resten und so? Alle Reste. Oh, so der. Ganze untere Etage ist fertig. Jetzt gehen wir in die Küche. Junge, was? Ja. Hey, wie weird das aussieht. Ja, aber das muss nur noch morgen alles abgeholt werden. Guck dir das an. Ihr habt hier auch alles weggeräumt. Die ganzen Fußleisten, hier ist alles sauber. Ihr seid so toll. Oh mein Gott, wie toll ihr seid. Alter. Ich krieg genau ein Zimmer zusammen. Ich krieg ein eigenes Zimmer. Wie easy das hier runter geht. Das ist aber dieses Einwässern so wichtig, weil das geht dann so leicht ab. Ey, ich küsse so eure Herzen, das ist so krass. Best friends ever. Best friends ever. Ich habe einen Kühlschrank für Getränke. Für alle, die mithelfen. Und ich kann ihn nicht tragen. Junge, ich traue mich nicht, den einzustöpseln. Weil die Steckdosendingens raus sind. Das traue ich mich nicht. Wisst ihr, ich will den hier nicht, da nicht reinstecken, da hinten. Das ist doch instant tot, wenn ich das jetzt da rein tue, oder? Wusstet ihr, dass ich schon mal einen Stromschlag bekommen habe? Ich hatte so einen Dreiverstecker in der Hand und der war in der Mitte durchgebrochen. Und ich wollte ihn dann wieder zusammendrücken. Der war aber noch eingestöpselt. Und ich habe irgendwie voll so dazwischen reingepackt in diese Kabellage. Ich, Idiot, habe gerade einfach in meinen Dreiverstecker reingefasst. Und ich hatte nach so überall so weiße Blasen an meinen Fingern. Und war da so richtig so, stand halt einfach unter Strom. Das ist nicht witzig, ich habe dann auch voll geheult. Ich fand das voll schlimm. So, kleiner Verständnistag. Ich erkläre jetzt einmal ganz kurz diese ganze Situation mit Ausziehen, zu Noah ziehen, bla bla bla, einfach weil ich so viel gefragt werde. Und zwar bin ich vor einem Jahr zu Noahs Familie gezogen, weil ich hier ursprünglich studieren wollte. Das mit dem Studium stand auch alles fest, ich war immatrikuliert, ich habe einen Studentenausweis bekommen und dann einen Monat bevor es losging, habe ich dann eine Mail oder einen Anruf bekommen, dass das Studium nur online stattfinden wird, weil nicht genügend Teilnehmer gefunden wurden. Online ist nichts für mich. Bevor das passiert ist, war ich auch bei einer anderen Uni angenommen für digitale Medien und Marketing. Das wurde auch abgesagt.
abgesagt, aber komplett, weil zu wenig Teilnehmer gefunden wurden. Und dann kam halt eben das, was ich euch gerade erzählt habe. Zu dem Zeitpunkt war es dann auch zu spät, um sich irgendwo anders noch anzumelden, einzuschreiben, was auch immer. Das habe ich dann einfach gelassen. Habe versucht, als Quereinsteiger noch eine Ausbildung zu machen Ende des Jahres. Ist dann aber auch nichts geworden. Also habe ich einfach mein Social-Media-Ding durchgezogen und habe jetzt quasi ein Jahr Auszeit gehabt nach dem Abi. Ich habe nebenbei auch immer so ein bisschen gekellnert, mal fünfmal die Woche, dann wieder einen ganzen Monat überhaupt nicht. Das war immer so ein bisschen on-off. Das Restaurant gehört den Eltern von meinem Freund, deshalb war das alles immer sehr entspannt von den Arbeitszeiten. Ich war auch sehr viel reisen in der Zeit und habe mich währenddessen dann um meinen Ausbildungsplatz für dieses Jahr gekümmert, habe auch einen bekommen, ist jetzt alles safe. Ab August geht's los. Als Automobilkauffrau, by the way. Ich bin dann also einfach bei Noahs Familie geblieben. Nein, ich habe nicht im Keller gewohnt und gegessen und hatte keinen Ausgang, so wie das viele irgendwie immer verstehen. Ich war zweimal die Woche in diesem Raum. Der war ursprünglich als Rückzugsort zum Lernen gedacht, aber zum Lernen ist es ja nie gekommen, weil ich ja gar kein Studium gemacht habe. Ich habe ganz normal mit der Familie im Wohnzimmer gelebt, in der Küche und in Noahs Schlafzimmer. Auf jeden Fall war ich dann die ganze Zeit auf Wohnungssuche. Ich habe euch davon aber nichts erzählt, weil ich es einfach lieber mag, euch von etwas zu erzählen, was dann auch feststeht. Und habe euch deshalb komplett aus dieser Phase, ja, ich habe fast eine Wohnung und oh, ich glaube, das wird safe und sowas alles komplett rausgelassen, weil die Kommentare dazu dann einfach immer ein bisschen nervig sind und weil auch keiner Auge machen soll. I don't know, vielleicht ist das Quatsch, aber ich glaube an sowas. Und was auch ganz oft kommentiert wird, ist, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, dann fragen die so, hey, ich dachte, du bist zu Noah gezogen. Darf ich meine Eltern nicht mehr besuchen? Und auch jetzt, wo ich auf Instagram so Stories zum Renovieren gepostet habe, haben so voll viele geschrieben, hey, ich dachte, du wohnst bei Noah. Darf ich jetzt nie wieder ausziehen? Muss ich bis zum Ende meines Lebens bei seinen Eltern wohnen? Make it make sense irgendwie. Geht nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier. Wir sind hier jetzt am Renovieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses neue Kapitel, auf das neue Chapter. Ihr seht einfach zu, wie ich erwachsen werde. Ich finde es so cool, das alles mit euch teilen zu können. Und ich würde sagen, es geht jetzt weiter. Ja, du kriegst gleich einen Stromschlag. Ach nein, alles gut. Guck mal, das hat gefunkt. Ja, ich weiß, das funkt die ganze Zeit. Ist auch fertig. Echt jetzt? Ja. Ja, cool, danke. Mhm. Wir haben Trinkpäckchen, die schallern so. Paulaner Spezi. Natürlich auch die ganzen Basics. Cola, Fanta, Sprite, Wasser. Drei Sorten Bier. Und ich habe einfach alle Sorten Prime einmal mitgenommen, weil ich die probieren wollte. Und weil die Jungs das safe cool finden. Keine Ahnung. Leute, gleiche Situation wie gestern. Wir sind wieder am Schuften, Evas am Arbeiten. Ich sag dir ernst, niemand hat so einen krassen Support-Proviant wie wir, Digga. Eva hat uns richtig ausgestattet. Wir haben Prime, wir haben Eistee, wir haben Trinkpacks. Zeig euch jetzt mal einfach unseren Alltag. Steffo, sag mal Hallo! Hallo! Jonas ist auch hier. Hi. Die Lage wird ernst. Also, das Geländer ist almost gone. Hey Steffo, wie läuft's? Was für fette Schrauben, Digga. Die gehen doch bis Afrika, Digga. Jonas, wie läuft's? Ist alles super. Kurze Verschnaufspause mit den Jungs. Hey Jungs. Digga, warum geht das nicht? Peinlich. Tornado. Wir sind in meinem Schlafzimmer. Ich habe die Jungs eben schon rausgenommen. Jetzt muss dieser Shit hier aber noch raus. Und da sind meine Holzdielen drunter. Geht das jetzt easy? Nee, boah, was ein Schmutz. Ich dachte, ich kann das so abziehen. Boah, wie behindert ist das denn? Sorry, behindert ist keine Beleidigung. Junge, das ist ja so lost, weil dieser scheiß Dingens da noch nicht drauf ist. Ich dachte, ich nehme jetzt easy raus. Was ist das überhaupt für eine Scheiße da drauf? Ah, das geht aber easy ab. Habt ihr das gesehen? Doch nicht easy, war nur so ein kleines Stück. Okay, scheiße, ich bin voll dumm. Ich hatte die gerade gefragt, ich meinte so, ey, könnt ihr mir helfen? Die so, nee, lass den mal lieber noch ein bisschen drinnen lassen, weil wenn dann die Wände verputzt werden, ist es besser, wenn die halt hier drauf kleckern. Ich so, ja, lass das mal lieber drinnen lassen, das wäre voll dumm, das jetzt rauszunehmen. Ich bin hier nie bei gewesen. Okay, aber hier können die Böden raus, weil diese Wände hier werden nicht mehr verputzt, die lasse ich so. Warum war das jetzt so easy? Ist das schön. Wow, ist das schön. Oh mein Gott, wie schön. Holzboden. Ah. Der wird schön abgeschliffen, schön eingeölt. Wow, wow. Das ist echt wow. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Da wir dort hinten Holzdielen haben und da auch würde es Sinn machen, wenn hier auch welche sind. Ich habe das Gefühl, dass da keine drunter sind, aber Yannick findet das jetzt heraus für uns. Da sind keine drunter. Echt nicht? Ich glaube nicht. Nee. Yannick, sag's doch nicht. Bitte, das macht gar keinen Sinn, wenn da kein Holz drunter ist. Bitte. Nee, das ist einfach so eine Spanplatte. Sind die dumm? Das ist eine Spanplatte, ja. Bruder, ich habe gleich Nägel in meinem Gesicht. Nein, die bleiben alle drin. Achso.
Och Mann, echt jetzt? Ich wollte so gerne im Flur Holzboden. Ja, Holzboden. Komm, bitte. Ja. Ja, ja, Mann. Oh mein Gott. Boah, das ist so cool, Yannick. Du weißt gar nicht, wie cool ich das finde. Geil. Jetzt machen wir den Rest an. Also, wir haben überall auch noch Holzdielen drunter. Hier das vorderste Stück aber nicht. Da weiß ich nicht, was ich da machen soll. Da muss eine Wand hin. Stell dir mal vor, das bricht jetzt alles ein, einfach, Digga. Ja. Schaltest du ab, dann machst du hier ein Geländer hin, das unten so einen breiten Fuß hat. Stark. Und dann kannst du das hier schön machen. Stark. Sehr stark, Yannick.